Hey Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Wir sind stehen geblieben hier beim Welserteich, der uns im letzten Part eine Geschichte erzählt hat, also Welser hier vom Welserteich. Und wir gehen zurück zum Poképlatz. Mal sehen, was hier passiert. Ah, wohl nichts. Ja, ich dachte immer, das sei eine Legende. Bäh. Sag mal, Nils. Sollen wir für heute Schluss machen? Irgendwie fehlt mir heute die Motivation. Alles klar, Svenja. Es tut mir leid, ich wollte nach Hause, bevor wir unseren Job beendet hatten. Aber irgendwie fehlt mir die Motivation. Vielleicht, weil man mir die Legende erzählt hat. Ich werde nach Hause gehen und versuche ein bisschen zu schlafen. Bis morgen dann. Bis morgen, Svenja. Nils, es tut mir leid. Ich fing an dir zu zweifeln, Nils. Ich werde mir von nun an keine Sorgen mehr machen. Ich werde an dich glauben, Nils. Weil du ein Freund bist, wie sonst keiner es ist, Nils. Du bist ein Freund, wie man ihn nur einmal im Leben findet. In Ordnung, Nils. Lass uns morgen wieder unser Bestes geben. Sehr gern, Svenja. Es ist nachts. Uiuiui. Und wir träumen mal wieder. Schon wieder. Da ist wieder dieser Traum. Ich sehe immer diese Silhouette. Wer kann das sein? Wie, es sagt etwas. Ich kann es nicht genau verstehen. Es ist besser zu hören als vorher, aber ich versuche mit ihm zu sprechen. Hallo, bitte rede mit mir. Wer bist du? Ich bin Gardevoir. Gardevoir? Ich bin so froh, endlich begegnen wir uns. Endlich begegnen wir uns? Du kennst mich von früher? Was ist mit mir? Ich bin dein... Nein, warte, bleib noch. Ich möchte mehr erfahren. Oh nein, es verschwindet. Sind wir vielleicht wirklich der Mensch aus der Legende? Beziehungsweise nicht der aus der Legende, sondern einfach ein verfluchter Mensch? Erstmal war die trunken hier. Was für ein komischer Traum. Es war der Traum, den ich immer habe, aber diesmal war er etwas klarer. Ich glaube, ich weiß jetzt, welches Pokémon mir im Traum erscheint. Genau, Gardevoir. Es war Gardevoir. Gestern sagte Welser... Ja, ein Mensch. Wie zu erwarten, sollte dieser Mensch mit einem tausendjährigen Fluch belegt werden. Als aber der Mensch von dem Fluch getroffen werden sollte, schützte ihn ein Pokémon namens Gardevoir. Es opferte sich und wurde selbst von dem Fluch getroffen. Warum? Warum hat nur dieses Pokémon Gardevoir den Platz des Menschen eingenommen? Für Gardevoir war dieser Mensch mehr als ein Partner. Ein Partner. Und zwischen Menschen und Pokémon bestehen sehr starke Bande. Oh oh. Vielleicht bin ich der Mensch, der Gardevoirs Partner war. Vielleicht habe ich damals Gardevoir im Stich gelassen, als der Fluch sie traf. Und vielleicht wurde ich deshalb in ein Pokémon verwandelt. Ja, Leute, ob das wirklich stimmt, wir wissen es nicht. Morgen jetzt! Du bist blass, ist was passiert? Nun, lass uns wie immer unser Bestes geben. Oh ja, als ich auf dem Weg hierher war, hat es ausgesehen, als sei am Poképlatz eine Versammlung. Ob etwas passiert ist? Ich würde sagen, wir schauen einfach mal nach, was am Poképlatz abgeht. Am Poképlatz! Ganz komisch, so wird eh verschluckt. Oh, alle Läden leer. Ist ja wie eine Geisterstadt hier auf dem Poképlatz. Wie? Irgendwie hat sich die Atmosphäre in der Stadt verändert. Vielleicht ist etwas passiert. Nils, wir sollten das mal überprüfen. Da, dort drüben haben sich alle versammelt. Warum wohl? Hallo, ist was passiert? Ich sage euch, ich war völlig baff. Es ist wirklich alles wahr. Was ist wahr? Die Legende von Volnona. Ich hatte die Gerüchte ja nie geglaubt, deswegen war ich ganz schön schockiert, als ich davon gehört habe. Nils, Svenja! Oh, hallo, Raupi! Selbst du bist hierher gekommen, Raupi? Ja. Psst, Ruhe! Ich will hören, was der Typ zu sagen hat. Seid ruhig! Was? Wer ist das? Das ist... Oh nee, nicht Gengar. Der macht bestimmt wieder irgendeine Scheiße. Gengar! Also bin ich zum Berg der Vorzeit und da hörte ich es. Das war der absolute Hammer, sage ich euch. Der absolute Hammer? Dieses gewisse Pokémon sprach mit Xatu. Und dieses Pokémon, ja?
Also, das sieht aus wie ein gewöhnliches Pokémon, aber... Aber von wegen! Es ist kein Pokémon, sondern ein Mensch! Was? Also, es ist wahr, ein Mensch, der in einem Pokémon verwandelt wurde! Und da gibt's noch mehr! Xatu hat dem Menschen erzählt, dass der Mensch, der zum Pokémon wurde, das Gleichgewicht der Welt stört! Ne, Augenblick, das ist doch wie in der Vulnona-Legende! Aber das ist immer noch nicht alles! Das haut euch um! Ihr wisst ja von den letzten, ihr wisst ja von den ganzen Katastrophen in letzter Zeit, nicht? Xatu hat behauptet, diese Katastrophen kommen daher, weil das Gleichgewicht der Welt gestört ist. Und wenn nicht bald das Gleichgewicht wiederhergestellt wird, dann wird mit der Welt das Undenkbare passieren. Das hat Xatu gesagt. Was? Die Welt, das Undenkbare wird geschehen? Was sollen wir tun? Dieser Gänger, er versetzt alle mit Absicht in Angst und Schrecken. Na, Leute, kein Grund zur Panik. Wisst ihr, ich denke, es gibt einen Weg, etwas dagegen zu tun. Was können wir tun? Ach, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ein Mensch, der zu einem Pokémon wurde, das Gleichgewicht der Welt stört, na, dann müsste doch alles wieder normal werden, wenn der Mensch weg ist. Stimmt's oder habe ich recht? Das ist wahr. Wenn du es so siehst, dann stimmt es ja, ja. Und schließlich ist dieser Mensch der fiese Feigling, der gerade vor am Stich ließ, richtig? Ich glaube, der Mensch kann uns nichts vorwerfen, wenn wir ihn loswerden wollen. Ist es nicht so, Nils? Was? Das kann nicht sein. Du bist dieser Mensch. Ist das wahr? Hey! Wartet, das ist... Es gibt eine Erklärung für alles. Wir fragen dich nicht mal, wir fragen jetzt. Hey, Nils, also, was ist denn jetzt? Bist du dieser Mensch aus der Legende? Entscheide ich mich für die 7 Punkte oder für die 20 Punkte? Nils. Du hast wohl nichts zu deiner Verteidigung zu sagen, was, Nils? Tja, so sieht's aus, meine Lieben mit Pokémon. Lasst uns Nils loswerden und wieder Frieden finden. Was? Was ist nur in euch gefahren? Was habt ihr vor? Nils, vergib mir. Boah, der wird voll geschlagen, der Arsch. Was macht ihr denn da? Na, Nils, lauf. Ich guck grad so Snowbilligan an. Guck gleich mal Snowbilligan, wie die Zunge raushängt. Ja, geschieht ihnen recht. Ich bin der Arsch. Boah, das war vielleicht ein Schock. Ich hätte niemals gedacht, dass wir von den anderen angegriffen würden. Aber Nils, warum hast du überhaupt nichts dazu gesagt? Warum hast du ihnen nicht erklärt, dass du es nicht bist? Du hättest ihnen sagen sollen, dass du nicht der Mensch aus der Legende von Vulnona bist. Hör mal, Svenja. Was ist? Lösen wir das Team auf? Was ist los mit dir? Wie kommst du da plötzlich drauf? Unser Retterteam aufgeben? So etwas steht dir gar nicht ähnlich, sieht ja gar nicht ähnlich, Nils. Was ist los? Erstmal so hüpf, hüpf. Wie, du hattest einen Traum? Und God of War kam darin vor? Und deshalb glaubst du, du könntest der Mensch aus der Legende sein? Ach, so ist das also. Oh, das ist also passiert. Hör zu, Nils. Hast du dich nach dem Traum daran erinnert, wie du als Mensch gewesen bist? Du hast dich nicht erinnert. Und weißt daher doch gar nicht, was du getan hast oder was passiert ist. Ich glaube an dich, Nils. Du weißt das doch. Daher... Oh! Nach dem Vorfall auf dem Pokémon-Platz hatten wir eine Stadtversammlung und wir besprachen, was zu tun ist, um die Welt zu retten. Es wurde ein Beschluss gefasst. Wir müssen dich loswerden. Das ist nicht dein Ernst! Ich wollte es zunächst auch nicht glauben. Ich hoffte, es würde nicht dazu kommen, doch bedauerlicherweise ist es so. Wir werden dich mit all unserer Kraft bekämpfen. Wir sollen hier kämpfen? Na, verdammt, was machen wir jetzt nur? Wir gewähren dir eine Nacht. Hä? Bereite dich vor und verlasse diesen Ort. Vom morgigen Tag an werden Retterteams aller Art auf der Jagd nach dir sein. Und sie werden dich ohne zu zögern angreifen. Und nicht nur dich. Jeder, der Nils begleitet, wird als Feind betrachtet. Die Jäger werden euch ohne Gnade angreifen. Das gilt auch für uns. Wir werden dich ebenfalls jagen, um dich zu beseitigen. Auch wenn es noch so schwierig ist, du musst fliehen. Flieh! Flieh und überlebe! Du musst fliehen, bis du die Wahrheit herausfindest. Simsala! Wenn wir uns das nächste Mal begegnen, gibt es keine Gnade. Lebe wohl. Nils, auf seine Art glaubt auch das Team von Simsala an dich. Habe ich es dir nicht gesagt?
Ich werde mir ab sofort keine Sorgen mehr machen. Was auch immer geschieht, ich werde immer an dich glauben, Nils. Selbst wenn wir von anderen Retterteams angegriffen werden, ich werde keine Angst haben. Was hast du davon, wenn du nicht an dich selbst glaubst, Nils? Nils! Raupi! Nils, ich habe etwas versprochen, weißt du noch? Dass wir hier eine Basis errichten würden, dass ich eurem Retterteam beitreten würde, wenn ich mal groß bin. Nils, gib nicht auf! Du bist mein Held, Nils! Ich glaube auch an dich, Nils! Und was sagst du jetzt, Nils? Okay, ich gebe nicht auf. Ja, so ist es richtig. Das bist du. Genau das haben wir von dir erwartet, Nils. Im Moment müssen wir von hier weggehen. Aber wir werden zurückkommen. Und dann wird die Wahrheit unser Begleiter sein. Am nächsten Morgen. Morgen, Nils. Es ist noch früh, aber natürlich bist du bereits wach. Bist du bereit? Können wir los? Noch nicht. Oh, in Ordnung, ich warte, bis du soweit bist. Sag mir einfach Bescheid, dann brechen wir auf. Willst du zum Poképlatz gehen? Am Platz sind die anderen Pokémon, also sei vorsichtig. Es ist noch früh und die anderen werden wohl schlafen, aber pass auf, dass du niemanden aufwächst. Ja, der letzte, bevor wir fliehen müssen, können wir nochmal zum Poképlatz. Alle schlafen, aber das Lustige ist, guck mal. Willkommen, ne? Man kann immer noch kaufen und verkaufen und alles machen. Mittlerweile gibt es Riesenäpfel. Die füllen das Magenvolumen nicht nur komplett auf, sondern erweitern es noch um 10. Items, ja, ich werde erstmal Items lagern. Was, Items lagern? Ja, du kannst das und das machen. Ist eigentlich richtig cool gemacht. ich lagere mal einfach das, was wichtig ist. Die Attacken, die brauche ich nicht. Das sind wirklich schlechte Attacken. Und, ja, also ganz schön krass, was hier mit der Geschichte so passiert, oder Leute? Jetzt müssen wir abhauen, weil wir hier voll die Schwerverbrecher sind. Wir werden gejagt von allen Retterteams. Klingt dann doch irgendwie ziemlich hart, aber naja, was soll man machen, ne? So, Rückkehr gibt mir auch nochmal 1000, das ist sehr schön, und Fragia wäre weg. So. Ich glaube, unterwegs kann man auch noch auf ein Lager zugreifen. Aber erstmal möchte ich all mein Geld einzahlen. Jetzt habe ich schon fast 8000 auf dem Konto. Unterwegs, wenn wir fliehen, können wir, glaube ich, keine Freunde anwerben. Deswegen lasse ich diese vier Partnerareale jetzt offen. Dann gehe ich jetzt nochmal zum Lager und... Ja, ich habe eigentlich gar nicht so viel Belebersamen. Ich nehme noch einen Belebersamen zur Sicherheit mit. Falls ich nicht doch zufällig irgendwie nicht aufs Lager zugreifen kann. So, wir können nochmal gucken, was Pelipa so macht. Hier kann man reingehen und dann... Ach, hier ist ja gar keiner. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass die dann hier pennen oder so. Hier, Missionen kann man uns auch raussuchen. Wir können, glaube ich, sogar noch richtig Missionen machen, oder? Muss ich mal gucken. Wie, bist du bereit zum Aufbruch? Nein, noch nicht, Svenja. Na, das wird eine gefährliche Abenteuerreise. Ich sollte besser verschwinden, ohne den anderen Bescheid zu geben. Ja, das ist schade, wir müssen Basti und all die anderen zurücklassen. Wir können jetzt keinen zusätzlich mitnehmen. Nur allein Svenja hält noch zu mir. Na gut, eigentlich halten alle Teampartner und Raupi halten zu mir. Aber nur Svenja will mitkommen. Das wird crazy. Oh, bist du zum Aufbruch bereit? Ja. Ja, wir sind wohl bereit. Von nun an sind wir Flüchtlinge. Dies wird eine gefahrvolle Reise. Ich möchte nicht, dass unsere Teampartner sich der Gefahr aussetzen. Wir sagen ihnen besser nichts. Wir brechen einfach allein auf. Wir müssen den Retterteams, die uns verfolgen, entkommen. Wir müssen um jeden Preis entkommen. Ja, wir müssen fliehen, wie Simsala sagte. Auch wenn es noch so schwierig ist, du musst fliehen. Flieh! Flieh und überlebe. Du musst fliehen, bis du die Wahrheit herausfindest. Ja, die Wahrheit über mich selbst. Solange ich die Wahrheit nicht gefunden habe, muss ich durchhalten und fliehen. Selbst wenn das bedeutet, bis ans Ende dieser Welt laufen zu müssen. In Ordnung, brechen wir auf. Nils! Ah, ja, Freunde. Ich hab Freunde! Raupi und auch Safkorn. Oh, und sogar die Papunga. Wow, bin ich froh, dass wir es geschafft haben. Wir wollten uns noch von dir verabschieden, Nils. Ich auch. Oh, Dicktri bestimmt, wa? Oder nee, Dickta. Guten Morgen, ich bin's Dickta. Ich wollte mich auch von euch verabschieden. Ihr alle.
Klapp, klapp. Oh, Pilippa. Klonk. Das ist ein Brief. Nils, kannst du ihn vorlesen? Nils liest den Brief. Viel Glück, dies ist ein Abschied, aber nicht für immer. Nur bis zu dem Tag, an dem ich dir wieder die Post bringe. Ich werde immer auf dich warten. Der wandernde Postbote Pilippa. Sogar Pilippa! Ich danke euch allen! Die anderen Pokémon werden bald aufwachen. Ihr müsst gehen, beeilt euch! Ja! Nils, gehen wir, die Straße wartet auf uns. Passt auf ihr auf! Wir warten auf euch beide! Danke, wir werden bestimmt bald zurückkommen, mit Sicherheit. Passt auf euch auf. Und so begann für Nils die Flucht ins Ungewisse, voller Gefahren und Entbehrungen, über zerklüftetes Gebirge. Wow, hier geht's aber in die Tiefe, beeindruckend. Und höllisch heiße Feuerebenen. Die Natur ist auch hier außer Kontrolle geraten, das Feuer im Wald wütet noch immer. Doch trotz aller Gefahren hielt sich das Team von Nils wacker und aufrecht. Unverzagt und tapfer marschierten sie weiter. Puh, wir sind wirklich weit gelaufen. Mir kam ein Gedanke, als wir unterwegs waren. Alle möglichen Orte wurden durch die Naturkatastrophen in Mitleidenschaft gezogen. Ich bin mir sicher, dass viele Pokémon unter den Katastrophen leiden. Ich wünsche, wir könnten wieder als Retterteam arbeiten und ihnen helfen. Es tut mir leid. Ich sollte nicht herumjammern, wir müssen hier weg. Schluss, aus. Oh, ich höre Stimmen. Ich glaube, sie sind da lang. Sie können uns nicht entkommen, nicht uns allen. Wir müssen Nils schnell loswerden. Nein, sie können uns doch nicht eingeholt haben, oder? Nils, wir gehen besser weiter. Lapis Höhle U1. Leute, das ist der nächste Dungeon. Hier werden wir jetzt aber Pause machen und im nächsten Part geht es dann weiter. Jetzt ist ja die Story voll im Gange. Wir müssen fliehen und die Wahrheit suchen, wie schon oft gesagt wurde mittlerweile. Und ja, das kriegen wir schon hin, Leute. Also, die Story hier ist jetzt richtig ergreifend, finde ich. Gerade hier auch. Ja, und so marschierte das Team von Nils durch die Welt. Voll krass. Also, ja, ich freue mich definitiv auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.